So, hallo. Heute machen wir was über die Kommentierung. Kommentieren bedeutet einfach, dass man in den Code, den man geschrieben hat, tut man einfach einen Kommentar reinschreiben, der dann ignoriert wird. Der wird dann nicht als irgendwie Programmcode interpretiert, sondern einfach nur als Kommentar dann eben. Und das kann man einfach so machen, indem man einfach zwei Slash schreibt, ob's. Nächste Zeile gerutscht. So. Zwei Slashs und alles, was danach kommt, ist ein Kommentar. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier, ich bin hier gerade in der Bruchklasse, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, könnte ich jetzt hier schreiben, was das hier bedeutet. Das bedeutet zum Beispiel, solange b nicht 0. So. Das könnte ich hier hinschreiben. Und hier könnte ich hinschreiben, temp ist gleich Rest von a geteilt durch b. Genau, und so kann man dann so Sachen erklären einfach im Code. Manchmal hat man ja vielleicht kompliziertere Konstrukte oder Abschnitte oder so, die kann man dann einfach so quasi erklären. Was jetzt schlechter Stil ist, dass ich das hier so daneben geschrieben habe. Da kann es nämlich dann passieren, dass man einfach die Zeile so ewig lang hat irgendwie. Und man sollte darauf achten, dass die Zeilen nicht länger als 80 Zeichen lang sind. Also generell jetzt als Richtlinie so. Und deshalb tut man eigentlich die Kommentare immer darüber schreiben, über das, was man kommentiert. Genauso auch hier. So. Genau. Das wäre jetzt guter Stil. Genau. Und wenn man jetzt aber viel zu schreiben hat, dann müsste man das vielleicht so machen, so mehrere Sachen. Aber es gibt noch einen mehrzeiligen Kommentar. Und den schreibt man, indem man einen Slash schreibt und dann einen Stern. Und alles, was danach kommt, ist dann Kommentar. Deswegen ist jetzt alles, was hier steht, ist jetzt Kommentar und ist grün geschrieben quasi. Genau, und wenn man dann irgendwann die Zeile aufhören möchte, zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, hier ist der Kommentar jetzt zu Ende, mache ich wieder einen Stern und dann einen Slash. Jetzt ist alles, was zwischen diesem Slash-Stern, Stern-Slash steht, ist jetzt Kommentar. Genau. Und so lässt sich sowas machen. In Java, in Eclipse ist es so. Wenn man hier diesen Kommentar anfängt und dann in die nächste Zeile hüpft, dann macht er gleich so einen Kommentar hier, also mit einer Zeile quasi und dann hier in der nächsten Zeile ist dann der Kommentar zu Ende. Das macht er dann automatisch. Und er macht auch immer in jede Zeile macht er so ein Sternchen hin. Das braucht man nicht unbedingt, aber das ist schön. Dann sieht man gleich, dass das hier immer noch Kommentar ist und dann muss man nicht bis ganz nach unten schauen, wo dann hier wieder das Endstück von dem Kommentar dann kommt. Wobei hier wäre das nicht besonders schlimm, weil wir ja so ein Syntax-Highlighting haben, also das verschiedene Farben bekommt, je nachdem, was es ist. Wenn man jetzt aber in einem normalen Texteditor wäre, dann wäre ja alles nur schwarz. Also der ganze Text wäre in schwarzer Schrift und dann wäre es schwerer, das zu erkennen, was jetzt Kommentar ist und was nicht. Genau. Jetzt machen wir das wieder so, wie es am Anfang war. So. Upsa. Genau. Okay, das wäre auch schon alles zu Kommentierung gewesen. Jetzt gibt es aber noch Kommentierung für Methoden und Klassen und Attribute. Und das nennt man Dokumentation. Man dokumentiert quasi was diese Methode zum Beispiel jetzt macht. Also man schreibt dann quasi einen Kommentar zu dieser Methode und erklärt dann, was die Methode kann, irgendwie. Genau. Und das gibt es eben für Klassen. Man kann auch erklären, wofür eine Klasse gut ist oder wofür so ein Attribut da ist. Und in Java gibt es so ein Konstrukt, das heißt Java Doc. Und das eben für die Dokumentation. Und das ist ein Kommentar, der so ähnlich wie der mehrzeilige Kommentar ist. Aber
Man macht zwei Sterne statt nur einem. Und man hört den Kommentar. Upsa. Das braucht jetzt noch gar nicht wissen hier, was das ist. Den Kommentar hört man aber auch so auf wie den normalen einzeiligen Kommentar. Man könnte natürlich auch nur so einschreiben. Aber dann hat man nachher nicht die tollen Funktionen dabei, die ein Java-Doc-Kommentar eben in sich birgt, die ich auch noch gleich erklären werde. Aber jetzt erstmal schreiben wir mal so zum Spaß hier die Dokumentation für dieses, für diese Methode, für den GGT. Und dann schreibe ich erstmal hin, was die Methode macht. Und zwar schreibe ich dann berechnet größten gemeinsamen Teiler von A oder von zwei Zahlen. So. Genau. Und dann in der nächsten Zeile erkläre ich dann die Parameter der Methode. Das macht man dann immer so. Falls die Methode keinen Parameter hat, muss man die natürlich auch nicht erklären, aber hier gibt es eben Parameter und dann gibt es um das einzuleiten, dass man jetzt quasi den Parameter erklärt, schreibt man ein Add und dann Param. So, wird auch vorgeschlagen. Und dann schreibt man eben den Bezeichner von dem Parameter hin, den man erklärt, und das wäre hier A. Und dann kann ich jetzt hier hinschreiben, keine Ahnung, erste Zahl oder sowas. Und dann noch addParam zweite Zahl. B muss ich ja hinschreiben. So, B, zweite Zahl. Genau, das ist hier nicht besonders spannend, weil es einfach der GGT von zwei Zahlen ist. Deswegen sind die Parameter nicht besonders spannend. Da kann man jetzt nicht so viel dazu schreiben, aber so würde man das machen. Man kann natürlich, also man kann auch hier nach diesem addParam-Tag, also das nennt man hier ein Tag, kann man auch einfach hier in die nächste Zeile bringen und dann hier hinschreiben. Das ist eigentlich egal, wie man das macht, aber ja, so finde ich es eigentlich ganz hübsch. Genau. Und wenn die Methode etwas zurückgibt, dann braucht man noch ein nächstes Tag. Und das ist das Return-Tag. Macht man add return, wird hier auch vorgeschlagen. So. Und dann erklärt man, was zurückgegeben wird. Und das ist dann eben hier größter gemeinsamer Teiler von A und B. Genau. Und damit wäre dann diese Methode auch schon fertig dokumentiert. Man könnte hier jetzt noch hinschreiben, verwendet dazu, von wem war der Algorithmus doch gleich? Wenn ich das jetzt noch wüsste, Euklide war es, genau. Verwende dazu euklidischen Algorithmus. Algorithmus. So, genau. Das wird jetzt hier unterstrichen, weil Eclipse hier so Spellchecking anhat, also Rechtschreibkorrektur, und die ist halt auf Englisch gestellt und erkennt halt diese deutschen Kommentare jetzt nicht. Deswegen wird es hier unterstrichen so. Ist aber nicht weiter schlimm. Man könnte die natürlich auch alle in Englisch schreiben. Das wäre eigentlich schlauer, wenn man das alles in Englisch schreiben würde, aber ich mache es jetzt fürs Tutorial. Mache ich es in Deutsch. Schlauer wäre es in Englisch, weil die Dokumentation besonders denen hilft, die das Programm nicht geschrieben haben, aber das Programm vielleicht irgendwann anschauen werden und vielleicht verbessern oder was daran ändern müssen oder irgendwie so. Und wenn die dann auf Englisch ist, dann haben halt viel mehr Leute quasi was davon, von dieser Dokumentation. Aber das ist nicht so, dass die Dokumentation jetzt nur dazu da ist, dass andere Leute das quasi verstehen können, sondern auch, dass man selber das versteht, wenn man zum Beispiel jetzt
zwischendrin irgendein anderes Projekt dann hat oder was und dann, ich weiß nicht, vielleicht 2 Monate das Ding nicht mehr angeschaut hat, dann weiß man vielleicht auch nicht mehr so genau, was man jetzt da gemacht hat und was diese Methode macht und wie die genau funktioniert. Und deswegen sind solche Kommentare einfach extrem nützlich. Und genau. Deswegen macht man diese Dokumentation. Genau, der große Vorteil jetzt an diesem Java-Kommentar ist, dass man den quasi auch woanders lesen kann, wenn man diese Methode hier quasi irgendwo hingeschrieben hat. Zum Beispiel wird die hier verwendet, GGT. Und wenn ich jetzt hier mit der Maus so drüber gehe und dann warte, dann wird hier so ein kleines Fenster angezeigt, wo dann dieser Kommentar eben zu lesen ist. Und dann steht hier eben berechnet, größten gemeinsamen Teiler, bla bla bla. Hier Parameters, das sind diese Tags, das wird dann so schön strukturiert gemacht. A, erste Zahl, B, zweite Zahl und dann Returns, größter gemeinsamer Teiler. Genau. Und deswegen ist es einfach unheimlich geschickt, diese Dokumentation, diesen Java-Doc-Kommentar zu schreiben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch hier bin und dann Beispiel Bruch.ggt mache, da kann ich es auch hier an der Seite lesen. Also auch in anderen Klassen kann ich dann diesen Java-Doc-Kommentar von der Methode dann lesen. Genau. Das wieder wisch. So. Das wäre für diese Methode gewesen. Das ist geschickt, dass wir hier schon 2 Parameter haben und sogar einen Return-Wert. Da habe ich schon alle wichtigen Tags erklärt für Methodendokumentation. Hier wäre es eine ganz einfache, zum Beispiel, noch ein Sternchen dazu machen. Hier sieht man auch hier, also wenn ich jetzt über eine Methode gehe, hier zum Beispiel, und dann diesen Anfang vom Java-Doc-Kommentar mache und dann in die nächste Zeile springe, dann tut Eclipse das im Regelfall schon so erstellen, dass man quasi alle wichtigen Sachen hier dabei hat. Also quasi schon die Tags hier, die wichtig sind, hingeschrieben hat. Also für den Parameter toAdd hat er dann schon das hingeschrieben und es gibt einen Return-Wert, deswegen hat er hier das Tag addRetern hingeschrieben. Genau. Dann, also hier wäre es ganz einfacher Kommentar, den müsste man nicht unbedingt schreiben sogar, also ich empfehle auf jeden Fall, dass man alle Methoden dokumentiert, die nicht irgendwie total offensichtlich sind, wie irgendwie zum Beispiel wenn man irgendwie so eine Methode hat, die zum Beispiel set keine Ahnung, man hat zum Beispiel eine Datumsklasse oder so und dann setDatum oder sowas. Sowas würde ich jetzt nicht unbedingt ausführlich dokumentieren, sondern einfach nur vielleicht einen ganz kurzen Satz oder so. Also, aber bei anderen Methoden, die dann nicht so standardmäßig sind, die nicht so set oder get oder irgendwie sowas heißen, empfehle ich es auf jeden Fall, dokumentatorischen Kommentar hinzuschreiben. Genau. Und hier könnte man dann einfach so schreiben, kürzt diesen Bruch. So, genau. Einen Moment. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Ihr habt es halt wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil es ja weg gewesen. Aber ich musste mich jetzt erst kurz wieder sammeln. Tut mir leid. Kurz diesen Bruch habe ich hier hingeschrieben. Genau. So dokumentiert man das. Da fällt mir ein, als wir noch bei Klassen waren, habe ich was sehr Wichtiges gar nicht angesprochen. Ich hoffe, dass ihr euch dieses Video anschaut. Auch wenn ihr Dokumentierung vielleicht jetzt vom Titel her nicht spannend fandet. Aber gut, wenn ihr es schaut, dann seid ihr schon dabei. Werde ich mal geschwind euch was zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel denselben Namen nehmen würde, hier zum Beispiel auch Zähler, hätte ich ja ein Problem. So.
dann würde das hier jetzt genau der gleiche sein wie das. Ich würde sagen, dass diese Variable dieselbe ist und denselben Wert annimmt, wie sie eh schon hat. Und das würde jetzt nicht hier diesen Zähler nehmen, weil so schlau ist er nicht. Er weiß jetzt nicht, was er jetzt machen soll. Und dann gibt es aber hier noch die Möglichkeit zu sagen, dass er jetzt dieses hier nehmen soll. Und das macht man, indem man this hinschreibt. This und dann Punkt. Und dann kann ich hier das auswählen, und zwar Zähler. So. Ups, jetzt hat er das doppelt gemacht. So. Das Punkt Zähler ist gleich Zähler, genau. Und dann bekomme ich auch kein Problem mit verschiedenen, gleichen Bezeichnern, die also die gleichen Namen haben. Genau, this bedeutet einfach, dass man auf dem Objekt, auf dem man gerade ist, die Sachen auswählt. Zum Beispiel kann ich auch Methoden auswählen hier, zum Beispiel mit this Punkt, und dann kann ich eben die Methoden, die es hier gibt, Moment, hier zum Beispiel GGT oder was hatten wir noch, toString oder kürze eben solche Sachen. Aber hauptsächlich benutzt man das eigentlich für hier Zähler und Nenner. Und genau. Wenn man das mit dem this schreibt, ist es auch ein bisschen eindeutiger, woher diese Sachen kommen. Obwohl sie hier blau markiert sind, dann weiß man meistens, dass hier blau bedeutet, es von derselben Klasse irgendwie. Aber mit this ist es noch klarer. Besonders wenn man jetzt keinen Editor hat, der Syntax-Highlighting hat, dann ist es so viel klarer. Genau, das wäre noch eine ganz kurze Exkursion gewesen. Genau. So. Man kann natürlich auch immer schon. Jetzt habe ich schon ein bisschen viel weggemacht hier. Genau, so. Hier machen wir wieder Z. So. Jo. Zurück zur Dokumentation. Genau, wir können dann mal noch. Deswegen bin ich auch drauf gekommen, weil ich hier diesen Bruch geschrieben habe. Und this ist eben auch dieser Bruch, weil man ja hier auf einem Objekt ist. Ja, nur so am Rande, warum ich jetzt nochmal drauf gekommen bin. Genau, wir können dann mal hier zum Beispiel für so ein Attribut, kann man natürlich auch so einen Java-Dokumentar machen. So. Ich mache es meistens so, wenn es einfache Sachen sind, dann schreibe ich das in eine Zeile, mache ich jetzt nicht so die nächste Zeile, dann nimmt so viel Platz weg. Sondern schreibe ich einfach hier so. Zähler dieses Bruchs. Und dann Kommentar Ende. Und hier ist dasselbe. Dieses Bruchs. So, dann kann man das sich auch anschauen hier, wenn man zum Beispiel hier drauf geht. Wird hier die Erklärung quasi geliefert. Also das ist super geschickt einfach sowas. Und genau. Hier beim Konstruktor auch so ein Dinger hier machen. Hier gibt es keinen Return-Wert zum Beispiel. Genau. Kann man hier einfach schreiben: Konstruktor für einen Bruch. So. Mal hier: Z ist gleich Zähler. Das ist gleich Nenner. So. Genau, und dann sieht das so aus. Okay, und einen Klassen-Java-Dokumentar, einfach auch so, wie immer. Und hier gibt es dann eben noch, hier gibt es halt andere Tags. Zum Beispiel hat man hier dieses AddAuthor-Tag, das bedeutet einfach, wer der Autor der Klasse ist, wer die geschrieben hat, das bin eben ich, macht hier standardmäßig David. Und dann schreibt man hier oben noch so die Erklärung erstmal hin. Achso, das ist auch ganz wichtig, dass man immer, bevor man irgendwelche Tags benutzt, muss man immer zuerst die Erklärung hinschreiben. Weil sobald man einen Tag verwendet hat und alles, was unter dem Tag steht, wird dann für dieses Tag quasi verwendet. Das wird dann dem zugeordnet. Deswegen muss man die Erklärung immer ganz oben hinschreiben. Und hier schreibe ich dann eben hin Klasse für einen Bruch. So. Für einen Bruch mit Zähler und Nenner. Ist schon okay so. Für einen Bruch.
Genau. Dann könnte man jetzt hier noch schreiben, was der Bruch alles Besonderes hat. Zum Beispiel könnte ich jetzt schreiben, Objekte der Bruchklasse sind stets gekürzt. Der Nenner ist immer positiv. Positiv. und ja, solche Sachen. Dass einfach jemand, der dann diese Bruchklasse verwendet, einfach weiß, woran er ist und was er damit anfangen kann und was er davon erwarten kann, kann man dann hier so hinschreiben einfach. Genau. Ja. Das wäre eigentlich auch schon alles gewesen dazu eigentlich. Hier kann man sich den auch anzeigen lassen. Oder auch hier. Bruch. Na? Na, na, na. Bruch B. So. Dann habe ich das auch hier. Klasse für einen Bruch. Oder vielleicht, wenn ich ein bisschen weniger hinschreibe, sondern nur so, B, da habe ich mehrere Auswahlmöglichkeiten, dann habe ich hier halt eben Bruch. Und dann kann ich hier eins runtergehen. Das hat jetzt keinen Java-Kommentar, beziehungsweise wird keiner dazu runtergeladen. Weiß nicht, manche Sachen haben welche. Jetzt ein bisschen schade hier. Aber, komisch. Ja, also, doch, jetzt kam was hier. Ich habe vorher vielleicht nicht draufgeklickt oder so. Jetzt wird hier auch der Java-Kommentar für die Klasse hier angezeigt. Das ist ja eine integrierte Klasse, also die ist in dem Java Development Kit ist sie schon enthalten. Die wurde quasi von den Leuten, die Java gemacht haben, wurde die quasi geschrieben und wird von denen bereitgestellt. Die kann man einfach verwenden, falls man die für irgendwas braucht. Was das jetzt genau ist, weiß ich gar nicht so genau, aber hier steht irgendwas. Blablabla. Nee, weiß ich echt nicht. Das ist das hier. Break Iterator. You can use the factory methods provided by this class. Ja, also die schreiben hier auch echt mega viel. Immer, das ist eigentlich, so soll das eigentlich sein. Man sollte eigentlich echt so viele Fakten hinklatschen, wie man eben über irgendwas weiß, über die Methode oder so. Was einfach unheimlich hilfreich ist. Dann weiß jemand, der das verwendet, weiß einfach gleich, was es kann und was es bringt irgendwie. Und dann haben die hier sogar noch so Beispiele reingeschrieben, wie man das verwenden kann irgendwie und so. Also das ist natürlich das Nonplusultra, wenn man so seine Dokumentation schreibt. Genau. Bla bla bla. Jo, dann habt ihr das auch mal gesehen. Und genau. Dann würde ich sagen, im nächsten Video machen wir dann was Spannendes oder relativ Spannendes. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich Datei In- und Output mache oder User In- und Output, also quasi User-Eingabe auf der Konsole. Weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber im nächsten Video werdet ihr es auf jeden Fall dann merken. Ne? Also, bis dann.